Heyo Leute, Crimex hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zum Roblox Schwertsimulator, meine Freunde. Wir werden uns heute das krasseste OP-Feuerschwert bauen. Ihr habt es ja letztes Mal extrem gefeiert und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Also lasst dafür ein Like und ein Abo da. Und Leute, wir haben letztes Mal in diesen Roblox Schwertsimulator über 10.000 Robux reingesteckt und es wird heute nicht aufhören. Wir sind hier mittlerweile in der dritten Welt. Wir haben heftige Waffen, heftige Schwerter haben wir hier schon in unserem Inventar. Wir machen richtig gut Schaden, aber wir werden weitermachen, meine Freunde. Denn wir brauchen 300.000 von diesen Kristallen, um in die nächste Welt reinzukommen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen leveln, paar Monster angreifen. Wir haben ja auch richtig starke Attacken mittlerweile. Ich kann hier zum Beispiel so einen Feuerball schießen. Guck, ich zeige euch das mal. Und bam, der Feuerball macht einfach 4000 Schaden. Let's go. Oh mein Gott, die Skorpione hier sind auch richtig stark. Los, Messer, meine Schwerter, greift an. Wir müssen unsere Schwerter auf jeden Fall heute noch weiter upgraden und weiter ausbauen. Wir werden heute auch wieder trotzdem richtig viel Geld reinstecken. Wir haben zwar schon alles gekauft, was man kaufen kann, denkt ihr, aber wir können hier noch dieses Glücksrad drehen. Das kostet auch wieder voll viel Geld. Wir werden heute wieder ordentlich Robux investieren. Wie immer zu Hause nicht nachmachen, Kinder. Gebt kein Geld für Videospiele aus. Schaut einfach meine Videos und bam! Leute, nice! Wir haben einen neuen Angriff bekommen. Sehr cool. Und wir haben gerade 50.000 von diesen Kristallen gesammelt. Boah, sehr heftig, Leute. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir können auch manche Sachen hier upgraden und so weiter, sehe ich hier. Da muss ich aber ehrlich sagen, da sehe ich noch gar nicht so ganz durch hier. Einsammeln, ja, okay, das haben wir eingesammelt. So, wo sind denn hier meine Attacken, Leute? Haben wir hier irgendwas Besonderes gerade bekommen? Nee, keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt mal hier zum Schwerter. Nee, wisst ihr was? Bevor wir die Schwerter upgraden, drehen wir jetzt erstmal das Glücksrad, weil wir können zweimal so drehen, einfach ohne was zu kaufen sogar. Das haben wir einfach so auf Bällisch, Leute. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier wieder dieses... Nein, wie knapp! Nein, fast hätten wir wieder das goldene Schwert bekommen. Aber egal, 38.000 Kristalle. Naja, irgendwie jetzt nicht so gut. Wir drehen nochmal. Komm, ey, bitte gönn jetzt einmal das Goldschwert. Wir brauchen noch so ein weiteres Goldschwert. Die sind richtig stark, Leute. Komm schon. Komm schon. Gold. Na, nein. Nein, schon wieder nur diese Kristalle. Oh, okay, komm. Noch einmal schnell drehen. Ich bin noch nicht zufrieden damit. Wir zahlen jetzt hier einfach nochmal 120 Robux, damit wir nochmal dieses Rad drehen können. Let's go, Glücksrad. Bitte gönn jetzt endlich. Oh, komm, 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 komm. Oh, 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 nein, nein, nein. Das wäre der 2%-Hammer gewesen. Ein Erfahrungsboost. Oh, okay, Leute. Wir werden es gleich nochmal versuchen. Wir werden gleich nochmal uns das Glücksrad kaufen. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn wir das bekommen hätten. Erfahrungsboost. Komm, benutzen wir einfach mal. Kriegen wir mehr Erfahrung. Kann nicht schaden für 10 Minuten. So, dann machen wir hier einmal drehen. Zack, zack, zack. Okay, Blutschneider ist auch nur was Grünes. Komm, wir machen jetzt mal ein paar hier direkt auf. Bam. Auch wieder nur Blutschneider. Geht das hier auch noch schneller? Können wir hier... Ah, das kostet aber auch wieder Robux, wenn wir das noch schneller machen. Oh, okay, so ein Stab. Sehr gut, sehr gut. Komm, weiter, 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 weiter. Gönn, gönn, gönn. Wow, Eismonsterschild, was Lilanes. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen noch drei auf. Schon wieder ein Lilanes. Oh mein Gott, strong. Sehr, sehr strong. Wir machen jetzt noch zwei auf. Nein, was? Hey, was habe ich denn gerade für ein Glück? Letztes Mal haben wir nur die Schmalspursachen bekommen. Wir haben gerade übelst gutes Zeug hier bekommen. Oh mein Gott, das ist richtig stark. Dämonenlord-Axt, die macht jetzt schon 300 Schaden. Die müssen wir jetzt hier direkt mal ausrüsten. Sehr, sehr strong, meine Freunde. Sehr, sehr strong. Wir müssen jetzt hier erstmal Sachen wegmachen. So, das verschmelzen wir erstmal miteinander hier, das Zeug. Erstmal miteinander verschmelzen. So, dann macht das hier mal mehr Schaden. Zack, das können wir auch nochmal hier mit schmelzen. So, ausgewählte Sachen miteinander verschmelzen. Jetzt müssen wir mal gucken... wir haben ja mittlerweile jetzt hier schon deutlich stärkere Sachen. So, das können wir jetzt auch einmal entrüsten. So, das machen wir dann jetzt hier einmal ausrüsten. Okay, allein drei goldene Sachen. Sehr, sehr strong, Leute. Sehr, sehr strong. Der Blitz ist mittlerweile gar nicht mehr so gut, leider. Können wir den entwickeln? Was heißt denn hier entwickeln? Oh, was? 4000 Robux kostet das, den zu entwickeln. Das lohnt sich ja gar nicht. Und da macht der nur 100 Schaden mehr. Benötigt Stufe 31 zum Entwickeln. Nee, das machen wir jetzt hier nicht. Das lohnt sich ja nicht hier. So, dann weg damit. Entrüsten. Dann machen wir nämlich hier lieber die Dinge rein. So, machen wir nochmal hier entrüsten und ausrüsten. Ausrüsten. So. Und ich glaube, das zweitstärkste ist dann das hier, aber das können wir nochmal damit zerschmelzen. Dann ist es noch stärker. So, perfekt. Und ausrüsten. Jetzt haben wir hier schon viel, viel stärkere Waffen. Leute, wir haben jetzt nämlich auch schon fast 300.000 von diesen Kristallen. Das Ding ist, wenn wir jetzt den Bossgegner bezwingen würden, dann könnten wir sogar schon wieder in die nächste Welt kommen. Aber denkt ihr, wir können das mit dem Boss schon aufnehmen? Ich meine, diese normalen Spinnen und so, die machen wir hier schon relativ schnell kaputt. Guckt euch das mal an. Bam, hier so einmal so ein Feuerstrahl. Bam, bam, bam. Und weg ist das Ding mit unseren magischen Attacken. Aber denkt ihr, wir können hier den Bossgegner jetzt auch direkt schon wieder bezwingen? Oh, Leute, komm, wir versuchen es. Wir versuchen es einfach mal beitreten. Leute, das ist der Bossgegner. Okay, komm, Angriff! Bam, 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 bam. Oh mein Gott, der hat 380 Leben!
380.000 meine ich, das ist ein riesiger Affe. Oh, nein, 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 nein. Komm, greift an, greift an. Oh, nein, 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 der. Oh, okay, sehr gut. Hier muss man gut ausweichen bei dem. Es läuft aktuell. Oh, nee, wir sind relativ gleich auf eigentlich. Der macht auch wirklich guten Schaden, Leute. So, komm, greift an, greift an, greift an, greift an. Der rennt mir hinterher, der rennt mir hinterher. Okay, das bringt gar nichts. Bam, Feuerstrahl. Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Wow. Bam, okay. Ey, Leute, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Battle, wenn ihr mal unsere Lebenszeiger anschaut. Wir machen circa gleich viel Leben, verlieren wir hier. Ich muss jetzt hier sehr, sehr gut timen. So, Attacke drauf. Zack, nochmal. Oh nein, wir müssen ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Feuerstrahl. Okay, wichtig. Oh mein Gott, das ist ein hartes Battle, ein ganz, ganz hartes Battle. Denkt ihr, wir können den Endgegner jetzt hier schon bezwingen? Ich glaube, der verliert aber ein bisschen mehr Leben als wir. Sehr gut, wenn wir das jetzt weiter so taktisch runterspielen. Nein, ausweichen. Oh mein Gott, das war knapp. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, unsere magischen Attacken drauf. Ja, der hat nur noch die Hälfte vom Leben. Der hat nur noch die Hälfte vom Leben. Sehr gut, sehr gut. Es läuft sehr gut bei uns, Leute. Und wir haben noch mehr als die Hälfte. Also wenn wir ihn so weiter... Oh nein, 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 nein. Wenn wir ihn so weiter runterspielen, dann könnten wir es echt schaffen. Okay, komm, komm, komm. Oh mein Gott, das ist wirklich ein ganz, ganz harter Gegner. Also ihr merkt, diese Endboss hier... Komm, boah. Macht jetzt hier und jetzt den Feuerstrahl. Der Feuerstrahl ist wieder ready. Macht den Feuerstrahl. Bam. Wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt hier ausweichen, ausweichen. Boah, nice. Im Tackle ausgewichen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, 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 oh. Das ist ein ganz, ganz harter Kampf hier. Komm, Konzentration, Konzentration, Bruder. Konzentration. Okay, wichtig. 120. Nein, 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 nein. Oh, wenn er mich einmal mit seinem Tackle trifft, Leute, dann könnte es vorbei sein. Okay, ich muss Zeit gut machen. Ich muss Zeit gut machen. Der hat nur noch 100.000 Leben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der ist deutlich unter uns, der ist deutlich unter uns. Wenn wir jetzt nicht verkacken, Leute, wenn wir jetzt noch weiterhin Abstand halten. Oh mein Gott, das war knapp. Tackle ausgewichen. Feuerkugel, Feuerkugel. Bam, okay. Wichtig, richtig und wichtig, richtig und wichtig. Er hat nur noch 40.000 Leben. Richtig und wichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, 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 haut drauf. Er hat nur noch 10% von seinem Leben. Ausweichen. Oh. Okay, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ey, das war ja so ein harter Gegner. Leute, wir brauchen viel, viel stärkere Waffen. Ich glaube, ich muss hier noch ein paar Mal öfter das Glücksrad drehen. So, und fertig, Leute. Bam! Let's go! Wir haben es geschafft und wir kriegen hier ein Upgrade. Okay, sehr cool, aber erstmal machen wir hier die Truhe auf. Vielleicht kriegen wir jetzt ja hier eine coole... Denkt ihr, wir kriegen eine coole Waffe? Nein, aber ey, das ist krass. Zwar keine coole Waffe, aber dafür einen neuen magischen Angriff, Leute. Den müssen wir uns auch gleich mal anschauen. Wir gehen jetzt aber mal wieder zurück. Zack, zurück zur Base. Und was ist das denn hier? Teleportieren Sie sich. Neues Chi haben wir. Wir haben höheres Chi erreicht. Chi verbessern. Und wir kriegen ein besseres Chi. Let's go. Woohoo. Here we go, Leute. Jetzt kriegen wir nämlich, wir machen jetzt noch mehr 40% mehr Zauberschaden und 40% mehr Waffenschaden. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, Leute. Richtig und wichtig. So, jetzt haben wir hier noch eine neue wilde Attacke bekommen, habe ich gesehen. Wie viel Schaden macht die? 8000 Schaden. Guck mal, 4000, 4000, 2000, 1000 nur. Okay, wir machen safe die hier weg, weil das ist die schwächste und machen dann dafür die rein jetzt. Eine 8000 Schaden Attacke haben wir. Sehr, sehr stark. Ich würde nämlich sagen, wir laufen jetzt mal hier durch. Wir können jetzt nämlich sogar in das nächste Level rein und kriegen somit noch stärkere Waffen. Aber ich will mal noch so eine richtige OP-Waffe haben. Guck mal, wir machen jetzt, wie schnell wir jetzt hier alles kaputt machen. Bam, hier Schmalspur beiseite. Zack, brauche ich nicht. Zack, zack, zack. Guck mal, im Vorbeilaufen hauen wir hier alles weg. Im Vorbeilaufen. So, dritte Welt. Wir können jetzt mittlerweile schon in die vierte Welt reinlaufen. Boah, da kriegen wir bestimmt viel, viel bessere Waffen nochmal. Let's go, da werden wir viel stärker werden. Und Leute, wir gehen in die nächste Welt rein. 300.000 von diesen Münzen kostet das. Boah, was sind das denn hier für Feuergolems? Ey, ich werde mal so einen kleinen hier angreifen. Oder so einen kleinen Vogel greifen wir mal an. Allein die haben ja schon 100.000 Leben. Oh mein Gott, die sind ja alle richtig stark. Aber bam. Wir machen den trotzdem relativ schnell kaputt. Wie viele Münzen kriegen wir hier, wenn wir so einen kleinen Vogel wegmachen? Und bam. Ja, okay, 9.000 Münzen ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so viel. Wie viel kriegen wir, wenn wir hier so einen wegmachen? So ein Lava-Gigant. Bam. Lava-Gigant-Angriff. Wow, 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 wow. Okay, der hat natürlich deutlich mehr Leben nochmal. So. Okay, komm. Ja, der braucht natürlich auch ein bisschen länger. Wir gehen jetzt hier gleich mal zu dem Waffenshop und werden hier mal wieder ein bisschen hoffen, dass wir gute Waffen hier rauskriegen. So, zack, 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 zack. Boah, fürs nächste Level brauchen wir 2,3 Millionen von diesen Kristallen. Alter. Boah, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal ein richtiges OP-Schwert, Leute. Wir brauchen jetzt mal wirklich was Krasses hier. Was kann man hier so kriegen? Boah, okay, was richtig Legendäres. Komm, wir machen jetzt hier mal Auto. Wir machen jetzt einfach mal so viele auf, wie wir mal aufmachen können. Ah, okay, leider nur was Grünes, nicht so gut. Komm, gönn was Lilanes oder so. Ey, schon wieder nur was Grünes. Gönn mal was Besseres, Bruder. Was Goldenes.
Ja, Magma-Schere, okay, wenigstens blau. Und wieder nur was Grünes. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Komm. Und wieder nur was Grünes. Ey, hier haben wir schon wieder kein Glück mehr. Und was Blaues. Okay, jetzt vorbei. Jetzt haben wir kein Geld mehr. So, dann gucken wir mal. Aber die machen auch alle schon mehr Schaden als die anderen hier. Sehr, sehr crazy. Sehr, sehr crazy. Ja, also da können wir auf jeden Fall trotzdem hier nochmal... so, das machen wir einmal hier verkaufen. Wir können eigentlich auch echt viel von unserem Zeug mittlerweile verkaufen, ne? So, dann machen wir hier einmal ausrüsten. So, das verkaufen wir hier den Schrott, Leute. Ausrüsten. Und dann hier, die können wir mittlerweile auch verschmelzen miteinander. So. Und ausrüsten. Okay. Und den Rest, ey Leute, ganz ehrlich, das andere, das Zeug hier, ne, das ist alles so, das können wir hier alles verkaufen. Oha, Leute, was ist das denn hier für ein leuchtender Wolf? Vielleicht gibt der richtig viel. Oh mein Gott, der hat 500.000 Leben. Ey, der hat einfach mehr Leben als der Endboss, den wir gerade weggemacht haben. Aber wir machen natürlich jetzt auch schon deutlich mehr Schaden. Deswegen würde ich sagen, wir greifen den mal kurz hier an, weil wir brauchen jetzt hier als nächstes 2 Millionen von diesen Kristallen, um in das nächste Level gehen zu können. Wir brauchen viel, viel stärkere Waffen, um hier den Endboss zu schlagen, weil wir haben es ja gerade eben fast gerade so den anderen geschafft, Leute. Also wir brauchen hier auf jeden Fall viel, viel stärkeres Zeug. So, komm, hau den weg. Aber schau mal, wie schnell das jetzt hier auch mittlerweile geht, mit unseren neuen starken Attacken und so. Bam, der hat ja gar keine Chance, Junge. Hoho, let's go, Alter. Okay, nice. Schau mal, wir haben jetzt schon 50.000 von diesen Kristallen gemacht. Wenn man so groß hier wegmacht, geht das natürlich viel, viel schneller. Sehr gut, Leute, das müssen wir uns merken. Lieber die Großen als die Kleinen angreifen. Und bam, letzter Feuerstoß hier. So, zack, 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 zack. Angriff, Angriff, Angriff und bam. Du erhältst heilige Explosion. Ey, das sieht richtig stark aus. Was haben wir hier gerade bekommen? Irgendwas Starkes haben wir, glaube ich, hier gerade bekommen. Boah, Leute, was ist das denn? Heilige Explosion. Okay, so viel Schaden macht das gar nicht. 7.000, aber gut, trotzdem stärker als das meiste, was wir hier haben. So, das machen wir hier. Entrüsten, ausrüsten, trainiere deine innere Seele. Warum muss ich denn jetzt meine innere Seele trainieren? Was soll das denn jetzt hier heißen? Okay, Leute, da müssen wir jetzt hier weiterkämpfen. Wir können das irgendwie noch nicht ausrüsten. Ich weiß nicht, warum. Was, der Mega-Feuervogel hier, der hat jetzt 600.000 Leben schon. Ey, die werden immer stärker, ne? Die werden hier Real Rap immer stärker. Aber egal, gut für uns in der Zeit, wo wir den killen. Können wir nämlich hier von diesen Münzen sammeln. Und mit den Münzen können wir uns hier bessere Schwerter holen. Und apropos bessere Schwerter, ich würde sagen, wir drehen jetzt hier gleich nochmal ein bisschen das Glücksrad, Leute. Jetzt hier gleich wieder, das ist unser stärkster Angriff, die Nummer 4, was er jetzt hier macht. So, das macht hier 8.000 Schaden. Ja, der braucht jetzt tatsächlich hier schon ein bisschen länger, ne? Der braucht schon ein bisschen länger, aber egal, der gibt auch viel. Ich hoffe, da kriegen wir wieder was Krasses, wenn wir den kaputt hauen. So, komm, mach schneller, Junge. Mach den mal kaputt hier. Vielleicht können wir in der Zeit sogar Glücksrad drehen. Guck mal, wir machen das jetzt einfach. Während wir den killen, machen wir Glücksrad noch. Dann machen wir nämlich hier alles in derselben Zeit, Leute. So, komm, dreh das Glücksrad. Dreh das Glücksrad. Gönn bitte was krass. Dieser Hammer, den kriegt man nur mit 2% Chance. Ich glaube, der ist ziemlich cool. Ich will den... Nein! Nein! Wie cool wäre das, wenn wir den Hammer bekommen hätten? Ey. Oh, Mann. Leute, der Hammer ist, glaube ich, krass. Das ist Thors Hammer. Okay, den Vogel haben wir jetzt hier auch gleich weggemacht. Boah, wenn wir jetzt hier aber nichts Gutes von dem Vogel kriegen, Leute, dann weiß ich jetzt hier aber auch nicht, ne? Dann weiß ich hier auch nicht. So, und... Zack, er ist endlich weg. So, wie viel haben wir bekommen? 100.000 Münzen. Oha, das geht richtig schnell. Leute, ich würde sagen, wir holen jetzt aber hier nochmal ein paar von diesen Eiern raus, weil wir brauchen auf jeden Fall bessere Waffen, um hier gegen den Endgegner zu kämpfen. Spinnenjägerschwert, was Episches. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Wir drehen jetzt hier mal weiter. Ich finde das auch einfach immer geil. Ich liebe diesen Pack-Opening-Effekt, wenn man nicht weiß, was man bekommt. Okay, das nur so, dass das hier das Billigzeug, das wollen wir nicht. Wir brauchen hier das goldene oder das epische Zeug, ja? Entweder legendär oder episch, gold oder lila. Komm, let's go, gönn mal bitte was krasseres jetzt. Ey, immer nur dieses grüne Zeug. Immer nur dieses grüne Zeug. Man will einfach wissen, was drin ist. Und alle 500 Stück kriegt man was Legendäres garantiert. Also eigentlich müssen wir hier 500 Stück davon aufmachen. Aber das dauert natürlich ein bisschen. Diese Magma-Scheren sind ja auch nicht schlecht unbedingt, ne? Die machen ja auch irgendwie schon 400 Schaden. Vor allem, wenn wir so viele davon haben, können wir die ja auch miteinander fusionieren. Kann ja nicht schaden. Boah, Spinnenjägerschwert nochmal. Strong. Sehr, sehr strong. Komm, wir machen noch 3 auf. Ich würde sagen, noch 3. Oder 4, bis wir bei 30 sind. 4 machen wir jetzt noch auf. Und dann müssen wir aber weitermachen, damit wir heute noch ins nächste Level kommen, weil das wollen wir natürlich freischalten. Nein, wir haben keine Geistersteine mehr. Wir haben alle unsere Steine verzockt, weil das einfach 15.000 kostet. Das ist zu crazy. Boah, was, die machen 600 Schaden. Holy moly, Macaroni.
Da ist einfach dieses Schwert da hier mittlerweile schon zu schlecht dafür. Können wir das hier mit dem verschmelzen? Wie viel macht das dann? Nee, lohnt sich ja gar nicht. Okay, und wenn wir das hier andersrum machen, ausgewählte verschmelzen. Ja gut, macht's ein bisschen mehr, ne? So, aber so wirklich lohnt tut sich das ja nicht. So, dann ausrüsten. Dann machen wir den auf jeden Fall weg hier. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall diese Spinnenschwerter und das hier sind bis jetzt die stärksten. Von denen haben wir relativ viele. Die können wir auch eigentlich ganz gut miteinander verschmelzen. Dann können wir das jetzt hier einfach mal entrüsten. So, dann würde ich einfach mal fast sagen, verschmelzen wir hier mal ein paar miteinander. Okay, Leute, das ist jetzt unsere aktuelle Ausrüstung. Also die Waffen sind schon viel besser. Wir könnten den ganzen Schrott hier auch noch miteinander verschmelzen, aber ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Ey, Leute, ich habe hier jetzt einfach gerade so einen anderen Spieler getroffen. Der ist richtig overpowered, der Typ hier. Der macht einfach alles mit einem Schlag kaputt. Und der meint, der hilft mir jetzt bei dem Bossgegner hier. Das wäre ja ganz crazy. Er hat einfach den Boss kaputt gemacht? Was? Wie OP ist der Typ denn? Habt ihr das gesehen? Er fliegt einfach auf seinem Schwert in den Rhein und das war's, hä? Wie strong ist er denn? Okay, das heißt, vom Ding her könnten wir jetzt eigentlich schon in das nächste Level rein. Hä, Alter, er kann so Eiszapfen und so runterwerfen. Er ist ja ultra stark. Oh mein Gott, Alter. Trainiere deine innere Seele. Wir müssen irgendwie immer unsere innere Seele trainieren, damit wir... ja, irgendwie die Sachen auswählen können. Aber egal, Leute. Das heißt, wir leveln jetzt hier mal weiter, weil jetzt brauchen wir eigentlich nur noch von diesen Münzen, um dann wieder in die nächste Welt reinzukommen. Let's go. Alter, der Typ, wie stark ist der? Hallo, ich will auch noch selbst welche hier wegmachen. Der ist so stark, der macht alles One-Shot kaputt, der Typ, ey. Wow, 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 wow. So OP will ich auch mal werden. Wir brauchen auch so ein Ultra-OP-Schwert. Leute, der Typ, ne? Der Typ macht einfach, egal was der guckt die Monster nur an, dann sind die schon weg. Es gibt hier irgendwie nochmal so bessere Junior-Chi-Sachen, aber die kann ich irgendwie noch nicht auswählen, weil mein Chi noch nicht hoch genug ist. Da muss unser Chi dafür noch trainiert werden, da kriegen wir dann bessere Fähigkeiten, bessere Attacken. So, zack, 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 hier den Vogel. Aber das Ding ist, wir könnten zwar jetzt schon in die nächste Welt, also mit 2,3 Millionen könnten wir in die nächste Welt reingehen, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht genug, da sind wir noch zu schwach, guck mal, also wir brauchen ja allein jetzt hier noch voll lang für die... Da sind wir einfach noch nicht stark genug, sage ich euch hart auf hart. Da sind wir einfach noch zu Schmalspur dafür. Man muss hier einfach ein bisschen leveln hier bei dem Ding. Man kann sich auch nicht alles kaufen. Also könnte man prinzipiell schon, ne? Wir können mal gucken, was wird das kosten. Ja gut, kann man schon alles kaufen vom Ding her. Aber wir wollen natürlich auch hier selbst ein bisschen leveln. So, zack, zack, zack. Also wir brauchen halt einfach ein höheres Chi. Wenn wir das Junior-Chi haben, dann kriegen wir einfach bessere Fähigkeiten. So, mach den Vogel jetzt mal hier kaputt, Alter. So, okay, 200.000 Münzen haben wir bekommen. Komm, wir drehen jetzt einfach nochmal das Glücksrad. Vielleicht kriegen wir ja was Krasses beim Glücksrad jetzt. Glücksrad, Glücksrad, Glücksrad. Vielleicht kriegen wir jetzt ja hier die Ultra-OP-Waffe oder sowas. Nein! Null! Es ist so knapp an dieser Regenbogenwaffe vorbei. Ey, nein, das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht, Leute. Ich muss nochmal drehen. Ich muss nochmal drehen. Noch ein Stück! Nein! Ey, das darf doch nicht wahr sein, Leute. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, Leute. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier noch ein paar Münzen und dann gehen wir in die nächste Welt rein, Leute. So, meine Freunde, wir haben jetzt die ganzen Kristalle bereit. Wir haben 3,5 Millionen und wir können uns jetzt hier die nächste Welt freikaufen für 2,3 Millionen. Und wir sind in einem neuen Gebiet, Leute, hier in so einem Wüstengebiet. Richtig nice. Und hier sind so Kakteen, Leute, gegen die man kämpfen kann. Und jeder kleine Kaktus hat allein schon eine 500.000 Leben. Ich will gar nicht wissen, wie viel Leben die ganz Großen hier haben. So, komm, wir kämpfen jetzt mal kurz gegen den, machen den kurz platt, Leute. Man braucht allein 16 Millionen, um in das nächste zu kommen. Ich will gar nicht wissen, wie stark der Endboss ist. Diesen Phönix gerade eben mussten wir ja nicht mal irgendwie selbst bezwingen, weil jemand anderes quasi das für uns gerade gemacht hat. So, zack, wir machen den jetzt hier mal noch weg. Und dann schauen wir mal noch, wie viele oder was für gute Schwerter man jetzt hier kriegt bei diesem Schwerthändler, Leute. Wenn wir jetzt hier gleich so Steine öffnen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, zack, macht den mal kaputt. Aber wir sind halt hier echt noch jetzt ein ziemlicher Noob in dem Gebiet, weil alleine hier bei diesen kleinsten Gegnern brauchen wir es so lange, Leute. Also wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Ich sage euch so, wie es ist. So, zack, zack, zack. Oh, da ist noch ein Schmied, Leute. Wir können ja gleich mal noch gucken, was wir bei dem Schmied da machen können. So, genau, macht den mal kaputt hier. So, gucken wir mal bei dem Schmied. Können wir irgendwas upgraden? Nee, nur mythische Waffen haben wir jetzt gerade keine. Boah, 90.000 kostet hier einmal drehen.
Oh, komm, Leute, wir machen das jetzt noch. Wir verknallen jetzt noch alles, was wir an Geld haben. Okay, Sonnenschild. Vielleicht kriegen wir ja noch die ein oder andere krasse Sa- Was? Der zweite Gegenstand war hier direkt was? Leute? Der zweite Gegenstand war... Oh, direkt was Legendäres. Schau mal, 3000 Schaden macht das. Dieses Ding macht über dreimal so viel Schaden wie meine beste Waffe. Oh mein Gott, Bro. Zack. Ausrüsten. Oh mein Gott. Oh, ey, schau mal, wie grün das leuchtet. Wie krass ist das bitte? Können wir mal noch ganz kurz weiter. Wir müssen jetzt hier mal noch ganz kurz ein paar Sachen öffnen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal sowas. Ey, so ein leuchtend grünes Schwert, das ist das OP-Schwert, Leute. Wir haben gerade das OP-Schwert gezogen. Checkt ihr das? Das Beste, was man jetzt ziehen kann, beim zweiten Mal schon, das Legendäres. Goldener Sack, okay. Keine Ahnung, was das hier für eine Waffe sein soll, ein goldener Sack. Aber es ist blau zumindest. Mal nicht nur grün. Oh, goldene Schüssel. Okay, nice. Nochmal was Episches gerade. Boah, Leute, wir haben sehr, sehr stronges Zeug jetzt gerade schon gezogen. Geil. Sehr nice. Okay, jetzt haben wir unser ganzes Geld wieder verknallt, aber halb so... Oh mein Gott, Bro. Was ist das bitte? Oh, nice. Sehr, sehr nice. Also, warte mal. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles machen sollen. Wir können erstmal die jetzt hier miteinander verschmelzen. So. Das machen wir jetzt erstmal. Dann erstmal das natürlich die guten Sachen ausrüsten, die wir jetzt gerade gezogen haben. Boah, eigentlich das Ding hier, das können wir, das kann weg. So, dann hier einmal ausrüsten. Okay, also das sind jetzt hier unsere aktuellen Sachen. Die sind schon relativ gut, aber hier haben wir richtig viele von denen. Also die können wir auch eigentlich alle mal hier miteinander verschmelzen. Das machen wir jetzt einfach mal alles hier verschmelzen. 800 Schaden macht das jetzt. Okay, und die können wir eigentlich auch nochmal hier alle miteinander verschmelzen. So, macht auch 800 Schaden. Das heißt, das ist jetzt hier mal raus, direkt mal verkaufen. Das machen wir rein, ausrüsten. Und das ist dann hier unser aktuelles Ding, Leute. Also wir haben jetzt hier schon mal, das sieht so aus, als würde uns hier unser Geschirr hinterherfliegen. Aber das ist das Krasseste. Also diese Waffe hier, Bro. Also Leute, das macht, die macht dreimal so viel. Das, wir sind ja jetzt viel, viel stärker. Let's go. Das macht vielleicht einzeln nicht so viel aus, aber die ganzen Sachen, die hier permanent angreifen, das macht natürlich in der Menge her einen riesen Unterschied, weil jedes Schwert, was da die ganze Zeit reinfliegt, viel, viel mehr Schaden macht. Sehr, sehr nice, Leute. Guck mal, jetzt geht das schon viel schneller. Wir hauen den Kaktus jetzt hier schon viel, viel schneller weg. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind hier wieder in einer komplett neuen Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir hier noch weiterspielen bei diesem Schwertsimulator, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.